New York 1950. Von hier aus unternimmt ein wohlhabender US-Amerikaner, der nebenbei Filmamateur ist, eine Europareise, die ihn auch nach Deutschland führt. Vor Reiseantritt hält er die monumental sachlichen Hochhausbauten fest, die New York das charakteristische Gepräge verleihen. Ein Gepräge, das damals für die Urbanität der westlichen Hemisphäre vorbildhaft erscheint. Dann geht er an Bord der zwischen 1938 und 1972 in Dienst befindlichen RMS Queen Elizabeth, eines Kreuzfahrtschiffes der britischen Cunard White Star Line. In Deutschland liegen die Wunden des Krieges überall zutage. Hier Ansichten aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Vor dem Hauptbahnhof. Auch in der Nachkriegszeit gehört eine Rheinfahrt für jeden Deutschlandbesucher zum Pflichtprogramm. Das Kurhotel Spiegel in Boppard. Aufbruch mit der Fähre. Bei aller landschaftlichen Idylle trägt auch das Rheinland noch Spuren der Verwüstung.